Eine Top-Prüfung hat er absolviert. Hier mit Traumnoten, die Galoppade mit 8,75, die Rittigkeit 8,38 und dann die Springanlage mit 9,58. Aus bestem Stamm, Vater Diarado, den kennen Sie, er hat seinen Siegerhengst im Holsteiner Lande. Ein Sohn des Diamant de Semmelie, seiner Corrado 1 Mutter aus diesem Erfolgsstamm, ja, Top-Pferde. Er selbst ja 6-jährig qualifiziert fürs Bundeschampionat. Mittlerweile 25 gekürte Söhne, 17 Staatsprämienstuten. Top-Auktionskandidaten in Pferden. Auch hier auf der Auktion in Münster-Handau hat er erst schon hochinteressante Nachkommen. Insgesamt schon mit 120 Nachkommen im Sport. Die Mutter einer Staatsprämienstute des bewährten Contendo 1. Auch er gehört ja zu den 10 besten Vererbern weltweit. Mit Codex One, seinem großen Aushängeschild. Eine ganz besondere Stute, die 2005 ihre Zuchtstutenprüfung absolvierte mit einer 10 fürs Vermögen, mit einer 9 für die Manier und auch danach mehrere Springpferdeprüfungen bis zur Klasse M gewinnen konnte. Einen weiteren gekürten Sohn stellte sie die springbetonte Endnote bei Diacantinos ist mit 9,36 sicherlich was ganz Besonderes. Er nun 5-jährig im Championatsalter in diesem Jahr. Ja, einen Vorjahrgang lieferte er bereits, er war ja Prämienhengst auf der Kürung. Viel Deutschland auch, weil er einfach mit ganz viel Vermögen ausgestattet ist. Ja, Heiko Tietze hier im Sattel. Ich meine, das soll genügen, Heiko, er ist 5-jährig. Du hast noch viel vor mit ihm. Und wir haben, glaube ich, alles gesehen und erkannt. Ich sagte mal, ein großer Pferdemann, Vermögen kommt einfach nicht aus der Mode.
Ja, das war ein toller Auftakt für unsere Kooperation mit Celle. Und ich kann mir gut vorstellen,